Jo, Lagerhaus. Lagerhaus der Wachen. Gleich mal schön looten. Loot, 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 loot. Dun, 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 dun. Also viel Loot haben so eine Wachen ja nicht gerade. Okay, triff Lambert im 7 Katzen. Welches der Schwerter ist für da, 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 da. Das Stahlschwert, meine Gute. Das Stahlschwert. Verflucht. Ach, muss ich nur wie gerade. Was hast du denn? Was willst du? Ich bin Mux, Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe in einer ernsten Sache. Jo, was hast du? Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Okay. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Das könnte die letzte Chance sein. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht weiter. Den Ort, an dem Mux angegriffen wurde, mit Hilfe deiner Hexer sind. Dann gucken wir nach. Ich diene dem ewigen Feuer. Mach das, du Diener des Feuers. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Das ist die Länge mal mit den Zwergendokumenten. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Gehöre ich zum Stadtrat? Nein, also halt die Gusche. Ich habe hier zwergische Probleme, also lass mich. Ich habe das Gefühl, ich musste der Hütte da. Ob das vielleicht auch das 7 Katzen ist? Nee, Wachen? Stadtwachen? Meine Güte. Das 7 Katzen. Meine Fußwege stinken vielleicht. Oh, hier haben wir auch gleich noch ein Anschlagbrett. Katze. 7 Katzen, beste Taverne ever. Ah, hier, Ihmchen. Der Gerd. Wer mit den Dokumenten, Dieb? Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Wir könnten um die Papiere Gewinn spielen. Oder mehr aber einfach. Ach, hier, komm. Gib mir die Papiere. Das musst du. Stimmt. Natürlich. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Wow. So, kurz zurück zu Mux und dann geht's wieder zum 7 Katzen. Ärger?
Nun? Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber. Die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Lol. Moment, ich muss noch die Quest. Sprich mit Bruno? Muss mal ablassen, sprich mit. Dann das hier. Lambert beim 7 Katzen, genau. Nichts zu melden haben. La da da. Hi, Lambert. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Die lange Version. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Good Old Katzenschule. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind.
Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt, scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Tu, was du für richtig hältst, Lambert. Ich bin nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Tu, was du für richtig hältst. Es gibt nur eines, was schlimmer ist als kaltblütiger Mord. Heuchelei. Na, da hat sie recht. Informanten! Rassisten! Spitzel! Vienne, zum Teufel, was ist los? Sie sind hinter mir her, Waren. Ich hab dir gesagt, dass es so kommen wird. Früher oder später. Nessa Teant. Scheiße. Komm schon! Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Eieieiei, wir müssen doch mal nach Skellige. Na du, hast was Schönes? Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie ja, man das so sagt, weiß ich sogar doch. Die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Was hast du zum Angebot?
Was gibt es heute im Menü? Nichts Interessantes. Lass uns Gwyn spielen. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. Eigentlich müsste ich mal ein paar Karten rausnehmen. Ich habe eigentlich viel zu viele. Könnte noch die hier eintauschen. Na, ja, das passt. Nett. Ey, hä? Wieso hat denn das meine nicht getötet? Moment. Hä? Legt diese Karte im Spiel oder entfernt die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Das hier ist doch meine stärkste Karte. Hä? Zählen nur die beiden Bereiche? Das wäre... Nee, das Katapult zählt doch auch. Ja, was soll's. Ah ja. Hui. Guck mal, ich habe auch so eine hübsche Karte. Oh. Nur gib auf, Tante. Es bringt doch nichts. Wow. Die hat noch 5. Das wird jetzt langsam ungemütlich. Noch einmal verbrennen. 5 und 6. Uff, na toll. Oh, Mann, oh. Das ist jetzt richtig mies. Wow.
Och, Manu. So ein Ass. Aber warum? Hä? Lege diese Karte nach dem Ausspielen ab, entferne die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Hä? Wow. Willkommen bei zu den, wie man so sagt. Das kapiere ich nicht, wieso die Karte nicht beide wegmacht. Ich will mit dir Karten spielen. Der Typ hat einen Zitteranfall. Es heißt doch, die Karte entfernt für beide Seiten die stärkste. Hä? Ich glaube, da fehlt ein Anhang im Text. Nur noch 18. Und wenn ich die zwei nehme. Aber jetzt sieht es eigentlich gut aus. Na, ich hab doch noch einmal nach rechts. Ey, leck mich doch, Spiel. Ich hab doch zweimal nach rechts gedrückt. Manu. Sonnenschein mit Gabi ganz allein. Und sie patzt und ich hab gewonnen. Sehr schön. Kronos. Und Karte Grey. Geralt? 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 Was gibt's denn hier schön? Oh, hier. Was gibt's denn hier Schönes? Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht.
eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich. Hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Das sagt mir doch gerade was. Ja, das ist... Nee, das kann ich noch nicht machen. Das war jetzt doof. Weil das ist Hearts of Stone. Das können wir noch nicht machen. was mache ich denn hier? Geh nach Föhrö. Ja, dafür müssen wir erstmal nach Skellige rüber. Das ist auch Skellige. Schreib Passiflora Gwyn-Turnier. Aber das ist ja mal ein Knödel an, ne? Einfach ein flüchtiger Dieb. Bötze, komm her. Geh zurück nach Novigrad. Mahlzeit, Leute. Gefummelt wird nicht. Da. Oh, eine Quest. Der Typ. Ja, geil. Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Der Typ ist so geil. Ja, aber nächstes Mal. Geh mir aus den Augen. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Geralt müsste ihn jetzt einfach mal so die Hand abpacken. Komm schon. Wenn an Geralt stellte, ich hätte den gepackt und erstmal einen Finger abgeschnitten. Da. Dreibergtor. Man dreht sich kurz um, schon sieht man wieder mehr Mutanten. Als Schaum in Novigrad. Mutanten durften hier früher nicht rein. Die Stadt geht vor den Hund. Bin Kriegsveteran. Eine Krone? Wunderbar. Langsamer. Begib dich bei Tag zum Marktplatz. Okay. Dann einmal meditieren. Ja, bis um 10. Oh, Pest!
umgebracht hat. Aber keine Sorge, ich mag diese Ziegenficker auch nicht. Was? Hä? Quatsch, Sei gegrüßt, Meister. Grüß Gott. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Und das war nicht einfach nur ein hässliches Kind oder so? Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Ich glaube, der hat einfach nur Hunger. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Machen wir gleich mal nur 300. So. So viel? Du beliebst wohl zu scherzen. Ich verspotte dich nicht, guter Mann. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Du Spross einer Dirne. Zahle, was ich verlange. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Okay. Tatsächlich Katzenspuren. Lol, okay. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Aber ich war's nicht. Ich war schon lange nicht mehr in Novigrad. Dir, ewiges Feuer. Überantwortet. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter, Anfänger. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Wohl eher an Doofheit. Kein Brot, kein Geld. Der Wind heult. Da sind wieder Tapsen. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Hier hören die Tapsen auf. Moment, das war... Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Hier entlang? Hilfe, rette mich, ich sterbe. Oh, Kratzspuren. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Horrido! Und hier geht die Spur weiter. Moment, Menschenspuren? Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Gestiefelter Kater! Yes! Sperrangel weit offen. Interessant. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Jane, bitte, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist, wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte? Du bräuchst nicht mehr zu stehlen, also wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief, Louis.
PS, verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PPS, ja, ja, ich weiß, ich bin paranoid. Aber tu mir den Gefallen und verbrenn ihn. PPPS, wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Ein Doppler? Huh. Moment, Bestiarium? Kobolde. Ach, hier Salma. Felstrolle. Kobold. Ach so, schade, ich dachte, da kommt ein Bild. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Immer diese Treppenrollen von Geralt. Aber so eine Fähigkeit halte ich auch gerne so, dass man sich in alles verwandeln kann, worauf man gerade Lust hat. Weißt du, was mich gerade am meisten stört? Ich hatte auch einen Verdammten, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Die Stufen sind zu hoch, weise. Die Stühle sind zu schmal. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Du bist ein lausiger Schauspieler. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Das kenne ich. Hey, warte! Da sind zwei Quests. Ah, da sind zwei Quests. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Lol. Verdammt, ich sehe alt aus. Holy, der geht ja ab. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Geht doch nichts übers Original. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist. Was du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit wegzugehen. Aber zuerst
Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Ich hätte ihn gerne mal als Katze gesehen. Nette Klinge, hast du da? Sterben für das, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Meine Herren, bitte zurück. Wag es nicht, dich einzumischen. Bitte. Was ist hier los? Dieser Däuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte. Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle... Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Lasst mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Wir haben ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn Vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Dann stirbst du eben auch, Wattgern. Schade, dass du uns in die Quere gekommen bist und dich auch noch in den Weg stellst. Holy! Böse! Hätte ich die vielleicht machen lassen sollen? Alle Straßen führen nach Mahakam. Ich dachte nach Novigrad. Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Schon wieder. Ich bin hier nur am Töten. Wo einer ist, da braucht man nur zu spucken. Und schon trifft man den Nächsten. Hilfe! Leute, helft mir! Holy moly! Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Im ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen? Den Weg freimachen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Loide Däune. Na gut. Dann holen wir uns mal Belohnung für den Katzendieb. Und alle, hopp! Ich brauche was gegen Bauchschmerzen. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe.
Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Ach ja. Nun denn...